Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen! Die Linke will durch die Lockdown-Krise notwendig gewordene außerordentliche Wirtschaftshilfen an einen Kündigungsschutz koppeln. Das heißt also im Klartext, entweder Sie wollen den kleinen Mittelstand von den Hilfen ausnehmen, was ein endgültiges Todesurteil wäre, oder Sie erschaffen ein neues bürokratisches Monster mit neuen Dokumentationspflichten, mit neuen Kontrollen, mit zusätzlichen horrenden Kosten, was dann am Ende auch den Tod des kleinen Mittelstandes bedeutet. Also, meine Damen und Herren Kollegen, Linke und Mittelstand, das funktioniert nicht. Der gesetzliche Kündigungsschutz gilt heute schon in allen Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitern. Sie wollen aber mehr. Sie wollen einen absoluten Kündigungsschutz für alle und ohne die Möglichkeit einer sozialen Rechtfertigung. Kurzum, Sie beten mit Ihrem Antrag die alte sozialistische Litanei herunter, die letztlich Kollektivierung in großem Maßstab herbeisehnt und privates Unternehmertum verhindert. Sie wollen schlicht Arbeitnehmer und mittelständische Unternehmer gegeneinander ausspielen. Corona ist dafür ein willkommener Anlass. Auch wenn wir schweren Zeiten entgegensehen, meine Damen und Herren, Sozialismus ist mit Sicherheit das falsche Rezept. Er funktioniert, und das hat die Vergangenheit sehr deutlich gezeigt, weder in seiner roten noch in seiner braunen Ausprägung. Kündigungsschutz soll den Arbeitnehmer vor der Willkür des Arbeitgebers schützen, und das hat auch seinen Sinn, gerade auch in Zeiten, wo Gewerkschaften und Gewerkschaftsbosse sich mehr um die große Politik kümmern als um ihre Mitglieder. Der besondere Schutz des Kündigungsschutzgesetzes gilt aber gerade nicht für Kleinstbetriebe. Und das ist auch sinnvoll, denn gerade hier besteht ein wechselseitiges Abhängigkeits- und Solidaritätsverhältnis, was Willkür in aller Regel ausschließt. Meine Damen und Herren, der Mittelstand in Deutschland und auch gerade der kleine Mittelstand und das Handwerk steht vor den Trümmern seiner Existenz. Viele Branchen werden die Corona-Politik dieser Bundesregierung nicht überleben. Nicht nur für die Kulturwirtschaft, auch für den stationären Handel hat das Endspiel längst begonnen. Für die ländlichen Räume, die strukturschwachen Gebiete, gerade auch in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern, bedeuten die Entscheidungen der Bundeskanzlerin und ihres Ministerpräsidenten Kronrates zumindest mal ein verlorenes Jahrzehnt, wenn nicht mehr. Und schon vor der Corona-Krise waren die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen der Bundesregierung auf eine weitgehende, wenn nicht Abschaffung, so doch Behinderung des Mittelstandes ausgerichtet. Die Lockdown-Politik hat das Ganze beschleunigt. Um es juristisch auszudrücken, die Maßnahmen der Bundesregierung sind kausal zur gegenwärtigen Megakrise. Und meine Damen und Herren, Corona-Hilfen sind daher keine sozialen Wohltaten für die Betriebe. Sie sind vor allem eines: Schadensersatz. Und dieser Schadensersatz, meine Damen und Herren von den Linken, dieser Schadensersatz ist bedingungsfeindlich. Er kann insbesondere bei Kleinstbetrieben mit einer hohen Ungewissheit, was die Zukunft bringt, nicht an die Festschreibung von Arbeitsverhältnissen gebunden werden. Wir werden uns daher im Ausschuss vehement gegen Ihren Antrag aussprechen. Mit dem Antrag der FDP werden wir uns im Rahmen der Ausschussarbeit wohlwollend befassen. Vielen Dank.